Nachdem ich nun Ihnen die ganzen vielen Gruppen der Hortensien jetzt ausführlich erklärt habe, möchte ich nun auf die Pflegehinweise von Hortensien zu sprechen kommen. Da beginnen wir mal mit den Bodenansprüchen. Was braucht denn eine Hortensie für einen Boden? Und ein optimaler Boden wäre ein frischer, humoser, durchlässiger, nährstoffreicher Boden. Der pH-Wert sollte so leicht sauer bis neutral sein. Da sprechen wir vom pH-Wert. Der sollte bei ca. 6 bis 6,5 liegen. Aber wichtig ist, dass der Boden nicht verdichtet und zu Staunässe neigt. Weil Hortensien lieben zwar viel Wasser, aber wenn sie ständig nasse Füße haben, sprich wenn die Wurzeln immer nass und feucht sind, neigt die Hortensie ganz schnell dazu, dass die Wurzeln verfaulen. Und wenn die Wurzel verfault, dann kann die Pflanze nicht mehr richtig wachsen, nimmt kein Wasser mehr auf, keine Nährstoffe und wirkt wie vergilbt. Ich habe hier mal ein Exemplar mitgebracht. Also die sieht sehr jämmerlich aus. Diese Pflanze stand nicht trocken, sondern sie stand zu nass. Die Wurzeln sind verfault, die Blätter werden hell chlorotisch, die Interkostalfelder sind hier gelb, die Blattadern bleiben grün, häufiges Indiz dann für Eisen- und Nährstoffmangel. Sie sieht schlapp aus, sie ist aber nicht trocken, sondern sie ist einfach zu nass, weil die Wurzel abgefault ist. Und die Wurzel hat jetzt keine Möglichkeit mehr, Nährstoffe und Wasser aufzunehmen. Also das ist ein Negativbeispiel. So sollte Ihre Hortensie nicht aussehen, sondern ganz im Gegenteil. So wäre es prima. Und viele meiner Kunden kaufen Hortensien in diesen Töpfen. Als Containerpflanze. Sie kaufen sie häufig blühend, weil sie sehen möchten, wie blüht denn meine Hortensie, in welcher Farbe. Also kauft man sie im Handel normalerweise als Containerpflanze. Ich ziehe den Topf jetzt hier mal so ab und da sehe ich schnell, die Pflanze ist ziemlich durchgewurzelt. Und diese Wurzeln bei einer Pflanzung müssen unbedingt verletzt werden. Da denkt man, hoppla, das ist doch vielleicht gar nicht so gut. Durch diese Enge im Topf geht die Pflanze so eine Art Drehwurm ein und dreht spiralförmig die Pflanze, die Wurzel immer weiter in die Erde. Um das zu brechen, müssen wir diese Wurzeln hier leicht verletzen mit dem Messer. Oder man kann es sogar fast hier, die Wurzeln sind sehr weich, man kann das hier auch sogar mit den Fingern machen. Die werden dann leicht geöffnet und dann verletze ich die Pflanze und diese verletzten Wurzeln machen dann neue Adventivwurzeln und die wachsen nicht mehr im Kreis, sondern gehen nach rechts und links in die Erde und damit wird dieses Spiralwachstum gebrochen. Also ein wichtiger Hinweis gilt nicht nur für Hortensien, sondern für alle Containerpflanzen, die ich im Sommer halt in den Garten pflanze, dass man diese Wurzeln leicht verletzt. Nochmal ganz kurz für die Garteninhaber, die eher so staunasse Böden haben und trotzdem eine Hortensie haben möchten und das eben verhindern wollen, dass die Hortensie praktisch verfault. Da gibt es die Möglichkeit, in den Boden Blähton einzubringen. Also ich drainagiere den Boden. Also wenn ich die Pflanze neu pflanze, muss ich das Pflanzloch etwas tiefer machen, so rund 10 cm tiefer und dann lege ich diesen Blähton ins Pflanzloch und damit verhindere ich, dass an der Wurzel ständig das Wasser stehen bleibt, sondern weggeführt wird und somit behält auf Dauer die Pflanze gut mit Wasser versorgt, aber sie steht nicht staunass. Und die Gartenbesitzer, die eher so sandige Böden haben und wo das Wasserhaltevermögen eher schlecht ist und wo man total viel wässern muss und vor allen Dingen sandige Böden sind häufig nährstoffarm, die sollten unbedingt mit Spezialerden arbeiten, so wie die Rhododendron- und Hortensienerde. Hier hat man sogar noch den Vorteil, hier ist der pH-Wert schon entsprechend vorbereitet worden, also leicht sauer. Und hier sind Komposte drin und Langzeitdünger, die dazu führen, dass der Humusgehalt im Boden steigt und damit auch das Wasserhaltevermögen. Die Pflanze ist auch gleich mit Nährstoffen versorgt. Also das ist eine ideale Pflanzerde für Hortensien. Und wer es ganz richtig machen möchte,
der kann, nachdem die Pflanze gepflanzt ist, oder Sie haben auch schon Hortensien länger im Garten und möchten die entsprechend gut versorgen, dann wäre es ideal, wenn Sie die Rabatten um die Hortensie herum nochmal mit Rindenmulch abmulchen. Dadurch erhöhen Sie das Wasserhaltevermögen im Boden, der Boden trocknet nicht so schnell aus und die Pflanze, die Hortensie, fühlt sich dadurch sehr wohl. Auch der Rindenmulch wirkt ein bisschen sauer, das ist also auch noch mal so ein kleiner Bodenversäuerer und vermindert den Unkrautwuchs. Nun zur Düngung von Hortensien. Hortensien gehören zu den Starkzehrern, das heißt, sie brauchen wirklich regelmäßig Nährstoffe, damit man sattes grünes Laub erzeugt und eine Blütenvielfalt hat. Und bei der Düngung unterscheidet man zwischen rein organischer Düngung und rein mineralischer Düngung. Eine organische Düngung braucht immer ein bisschen Zeit, bis die organischen Substanzen Pflanzen verfügbar sind. Also die organische Düngung hat nicht die Sofortwirkung. Anders bei den mineralischen Düngern, die wirken sofort. Die organischen Dünger können dann sein, bei Hortensien gerne Hornspäne. Hornspäne sind tierische Hörner und Hufe und die werden gehäckselt und dieses Horn muss dann erst zu pflanzenverfügbaren Nährstoffen im Boden umgesetzt werden. Daher in der Regel sind diese Dünger erst so 4 Wochen nach Düngung für die Pflanzen im Boden verfügbar und können dann als Dünger genutzt werden. Man kann aber auch organisch düngen mit Rinderdung oder hier kombiniert Rinder- und Pferdedung. Das ist ein Dünger, der ist auch organisch, der ist fermentiert. Also dieser Dung ist in so eine Kügelform gegeben worden und daher ist dieser Dung auch abgelagert. Wer Kontakt zum Bauern hat und frischen Rinderdung oder Pferdemist bekommt, der sollte unbedingt, wenn er Hortensien düngt, diesen abgelagerten Rinderdung verwenden, der mindestens 1, 2, sogar 3 Jahre vielleicht alt ist. Dann ist dieser scharfe Stickstoff, der Ammoniak, raus und kann keine Verbrennungen verursachen. Also darauf ist zu achten. Das sind also organische Substanzen, die brauchen einen Moment im Boden, bis die Pflanze dann daran kann und dieser Dünger dann pflanzenverfügbar ist. Wer mineralisch düngt, der hat eine Sofortwirkung. Und hier sollte man spezielle Rhododendron beziehungsweise eben auch ausgewiesene Hortensiendünger verwenden. Denn diese Dünger sind mineralisch, wie gesagt, haben eine Sofortwirkung und sie verändern den pH-Wert gleich günstig, also so ein bisschen sauer. Und da gibt es dann auch Dünger, die auch so eine Langzeitwirkung haben. Da ist dann der Mineraldünger ummantelt und dann reichen diese Dünger manchmal 6 Monate. Dann braucht man 6 Monate lang nichts zu tun, sondern dann sind die Pflanzen 6 Monate lang wunderbar mit Nährstoffen versorgt. Das ist schon sehr praktisch. Und gerade dann, wenn eine Hortensie vielleicht so ein bisschen kümmert und im Laub ein bisschen hellgrün ist oder gelb sogar, dann sollte man schon eher mineralische Dünger verwenden, weil die Wirkung ist dann sofort und schnell da, anders wie bei den organischen Düngern. Noch ein kleiner privater Tipp, ein idealer Naturdünger ist Kaffeesatz, also aus der Kaffeemaschine, 1:1 mit gehäckselten Nadelgrün und das zusammenmischen und das um die Pflanze legen. Der Kaffeesatz, der verursacht die Versäuerung im Boden und diese Nadelspäne, dieses gehäckselte Nadelgrün, wirkt auch ein bisschen sauer und bringt die organische Masse in den Boden. Nun möchte ich mit Ihnen das Geheimnis der blauen Hortensienblüte lüften. Blaue Hortensienblüten gibt es eigentlich nur bei den Bauernhortensien, sprich Teller- und Ballhortensien. Die sind ja, da gibt es blaue Sorten. Und diese erzeugen so eine wunderschöne blaue Blüte. Und lange Zeit war das wirklich ein Rätsel, warum diese wunderschönen blauen Blüten nun blau werden und nicht rosa oder weiß. Und heute weiß man, für die Blaufärbung von Hortensienblüten ist ein Farbstoff in der Pflanze verantwortlich. Und dieser Farbstoff heißt Delphinidin. Und wenn dieser Farbstoff in der Pflanze vorhanden ist und wenn dann noch, und jetzt ist das ist sehr wichtig zu wissen, wenn dann Aluminiumsulfat im Boden vorkommt, natürlicherweise kommt der manchmal sogar vor und der ist nicht von Menschenhand dazugegeben worden,
Denn Aluminiumsulfat, viele kennen den landläufigen Begriff des Alauns. Das ist nämlich Aluminiumsulfat. Und wenn das Aluminiumsulfat im Boden ist und trifft auf dieses Delphinidin, dann wird die Blaufärbung der Hortensienblüte extrem, also richtig leuchtend blau. Wenn der pH-Wert spielt nämlich auch noch eine Rolle. Wenn der pH-Wert einer blauen Hortensie, wo Delphinidin drin ist, wenn der pH-Wert im Boden dann noch sauer ist, aber es gibt kein Alaun, dann ist die Blütenfärbung eher schwach blau, eher violett. Also optimal ist es, wenn das alles zusammenkommt, saurer pH-Wert, ich habe den blauen Farbstoff in der Pflanze und dünge mit Alaun, dann habe ich eine unglaublich intensive, strahlend blaue Blüte. Aber wichtig ist zu wissen, wer eine blaue Hortensienblüte haben möchte, muss auch eine blaue Hortensienpflanze kaufen. Also man kann aus einer rosanen, wie vorhin zum Beispiel die Sorte Pink Beauty, das ist ja eine rein rosane gewesen, aus der wird man nie eine blaublühende Ballhortensie schaffen können. Also wir müssen dann schon blaue Sorten kaufen, wegen des Farbstoffes. Und dann müssen wir regelmäßig mit Alaun düngen. Und da gibt es Substanzen in Gärtnereien, Gartencentern zu kaufen. Das ist eben ein Dünger, der Aluminiumsulfat enthält. Und der macht, wie gesagt, die Blüten dann blau. Man kann aber Aluminiumsulfat auch in der Apotheke kaufen. Alaun eben. Und dann gibt man wirklich nur eine Prise auf einige wenige Liter auf das Gießkannenwasser und das wird dann von oben gegossen. Und das ist dann sogar etwas preiswerter als diese handelsüblichen Hortensienblaudünger. Und wenn man die verwendet, muss man das circa alle 14 Tage ab März ins Gießwasser tun, denn dann bleiben anhaltend die Hortensien auch blau. Wenn man das versäumt, dann werden die wieder allmählich rosa, aber das dauert sogar ein Jahr. Und dann werden die manchmal auch so verwaschen blau-rosa, was auch sehr schön aussieht. Aber will man strahlendes Blau, saure Erde, Delphinidin in der Pflanze und Alaun düngen.